Weißt du, wozu es hier diese weiße Rifflinie gibt? Ich glaube, das ist für die Leute, die nicht so gut gucken können. Ich habe neulich mal gesehen, dass jemand mit so einem Blindenstock immer da lang gelaufen ist. Ja, deshalb die Rillen. Das hört sich auch ganz anders an, wenn man mit irgendwas darüber fährt. Ich glaube, die gilt aber auch für alle anderen Leute, damit sie nicht so an die Bahnsteigkante gehen. Wir sind ganz schön schlau, oder? Naja, ich vielleicht. Also ich auch. Nichts ist schlimmer als überschlaue Kinder. Ich bin kein Kind. Ja, ja. Leute, der Zug kommt! Gerade sehr rücksichtsvoll, diese Erwachsenen. Uff, das wäre geschafft. Das nächste Mal gucken wir, bevor der Zug kommt, wo weniger Leute auf dem Bahnsteig stehen. Dann gibt's nicht so Eingedränge. Stimmt, ganz vorne war alles frei. Müssen wir eigentlich hier stehen bleiben? Ich glaube, da vorne gibt's freie Sitzplätze. Ich verstehe die Erwachsenen nicht. Warum stehen die da alle an der Tür? Ich glaube, es ist doch besser, wenn wir möglichst lange Kinder bleiben. Denkst erst gar nicht dran. Außerdem hast du Stinkefüße. Jungs haben immer Stinkefüße. Was? Aua, das war ein Witz, Lara. Entschuldigung, wollen Sie sich vielleicht hinsetzen? Nee, bleib mal sitzen, das ist lieb von dir. Aber ich steig sofort aus. Okay, ich wollte es nur anbieten. Was ist, macht man noch so als Kind, oder? Ach, bist du jetzt wieder ein Kind? Nee, als Erwachsener würde ich den Platz auch frei machen, wenn ich sehe, dass sie niemand braucht. Aber wenn niemand etwas sagt, wie soll ich dann wissen, ob jemand sich hinsetzen will? Manche Leute wollen einfach lieber stehen. Also ich will immer sitzen, wenn ich U-Bahn fahre. Ich glaube, ich guck nicht richtig. Wie wär's, wenn ihr mal Platz macht, ne? So habt ihr Boden auf den Ohren. Ich hab gesagt, ich will mich hier hinsetzen, verdammt nochmal. Das sind ein bisschen beruhiger. Ein bisschen freundlicher sein gegen die Kinder. Was geht dich das an? Ja. Mich hier von der Seite anzuquatschen? Oder willst du einen aufs Maul haben, du? Du hast sie wohl nicht mehr alle, du. Das gar nicht. Quatsch mir hier von der Seite. Moment mal, ich habe hier so was zu klären. Mich von der Seite anzuquatschen. Komm nur. Hau ab, Mädchen. Ja! Mich hau bloß ab, du feige Sau, du. Leute, wir müssen etwas tun, sonst schlägt er hier noch jemanden zusammen. Lass uns mal sein, Kinder. Ja? Ich zeige ruhig aus. Aber wir können doch jetzt nicht einfach aussteigen. Und wenn wir die Notbremse ziehen? Weil das bringt doch nichts. Wir halten doch eh gleich. Aber hier gibt's doch eine Sprechanlage gleich neben der Tür. Stimmt, das ist eine gute Idee. Oh. Was gibt's hier zu glotzen? Hallo? Sie haben den Notruf betätigt. Welchen Notruf möchten Sie absetzen? Hallo, hier ist Ben. Hier ist ein Mann, der laut rumschreit und Leute bedroht. Okay, verhaltet euch ruhig. Sobald der Zug steht, komme ich nach hinten und gucke. Okay. Mach's gut. Ich muss hier raus. Hä? Noch nie gesehen, der einen kleinen gezwitschert hat, was?